Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Land of Italy. Ich habe wie versprochen das Feld hier fertig gemacht. Allerdings, hier steht jetzt ein Massey Ferguson. Ist schon komisch, weil ich war mal eigentlich mit dem Fiat Agri hier. Es begab sich folgendes, ich habe das Feld finalisiert und wir sind ja immer hängen geblieben. Und das hatte ich beim letzten Mal schon nach dem Feld. In dem Moment, in dem ich den Schneidwerkswagen an den Drescher angekoppelt habe, ist das Spiel komplett eingefroren. Und ja, ich musste neu starten. Ich habe dann noch Grafiktreiber-Update gemacht und so. Bin wieder in das Spiel rein und wir sind da gestartet, als der Drescher noch hier auf dem Feld stand. Aber immerhin sind die Ballen eingesammelt. Der Fiat Agri hängt also vor dem anderen Anhänger. Ja, ich habe dann den Helfer hier mal ernten lassen. Der hat hier auch ein bisschen was stehen lassen. Ist ein bisschen ärgerlich. Das ist gar nicht mal so wenig, aber ist okay. Denn, interessanterweise, ich habe jetzt mit Cosplay ernten lassen, damit ich das wieder aufhole. Interessanterweise hat der Helfer mehr Weizen als ich vom Feld geholt. Ja, bisschen blöd. Naja, und ich muss jetzt irgendwie handeln. Und es scheint, ich weiß nicht, ob es mit dem Drescher zusammenhängt. Keine Ahnung. Also wir werden mit dem Ballenpressen anfangen, aber vorher eine kleine Neuerung. Wir fahren mal kurz rüber zum Shop. Ich habe in der Zwischenzeit hier schon mal den Weizen ins Silo gepackt. Wir haben 15.000, 16.000 Liter nochmal eingesammelt. Da steht der Fiat Agri. Also ist ganz komisch. Auf den beiden Feldern da hinten gibt es aus irgendeinem Grund Probleme. Bin mir nicht sicher, warum. So. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Wiesenwalze. Das ist eine Sache. Denn wir müssen unser Grünland ja schnell wieder in Gang bringen. Ich bin jetzt übrigens auch, deswegen das Lenkrad geht hier hin und her, nicht mit dem Lenkrad unterwegs. Also das Lenkrad geht hin und her, ich bin nicht mit dem Lenkrad unterwegs. Sehr gut. Ich habe das Lenkrad gerade nicht angeschlossen am PC, beziehungsweise steht neben dem Schreibtisch, weil ich hier ja jetzt zwischendurch den Helfer eingespannt habe und heute auch eigentlich gar nicht mehr aufnehmen wollte, aber das ging jetzt doch schneller als ich dachte, deswegen schaffen wir das jetzt noch, sehr schön. Aber da ich mit Tastatur fahre, sieht das in den Kurven ein bisschen komisch aus. Ungefähr so. Macht ein bisschen irre, wenn man aufs Lenkrad guckt. Also guckt nicht aufs Lenkrad, ich gehe nach außen. Dann habt ihr das Problem nicht. So. Folgendes. Da ich mir nicht sicher war, ob der Drescher das Problem ist, habe ich einen neuen gekauft. Also ich habe ihn ausgetauscht. Ich wollte jetzt aber kein super neues Modell nehmen, sondern ein vergleichbares Modell zu dem New Holland Drescher, den wir da jetzt am Start hatten. Und dementsprechend habe ich ein Klaas gekauft und ist ausgetauscht. Kontostand ungefähr so, wie er vorher auch war. Costa Quanta um die 60.000, also ein bisschen teurer als der New Holland. Ich habe die Standardkabine draufgelassen. Die hätte man jetzt für 7.000 Euro verändern können. Das habe ich dann jetzt nicht gemacht, weil es soll so ein bisschen ein 1-1-Tausch quasi sein. Vom Volumen her hat der hier jetzt ein bisschen mehr. Arbeitsbreite hat er jetzt 1 Meter mehr. Kleineres Schneidwerk habe ich dafür nicht gefunden. Das gehört, glaube ich, auch eigentlich gar nicht zu diesem Drescher, aber achtet da mal nicht drauf. Ne? Also, ja. Also ein Klaas Dominator 98 Maxi. Ich glaube, der ist sehr cool. Und ich hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Weil
Es wäre sehr ärgerlich, wenn mir das jetzt jedes Mal passiert, wenn ich gedroschen habe und dann hier wieder ankoppeln will. So, wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss noch einen Ticken näher ran. Jetzt kommt der Live-Test. Drückt mir die Daumen. Ich speichere mal lieber vorher kurz. Das war ja beim letzten Mal das Problem. Ich hatte ja nicht zwischengespeichert. Warum kann ich den nicht anhängen? Hä? Warte mal, aber ich habe doch Manual Attach habe ich doch ausgemacht. Oder bin ich jetzt... Bin ich völlig deppert? Ach so, ja, ich hab's aus. Ah. Mein Fehler. Mein Fehler. Zweiter Live-Test. Ha, ich kann mich noch bewegen. In dem Moment, in dem ich den New Holland an den Schneidwerkswagen gekoppelt habe, blieb der Bildschirm so wie jetzt und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Im Menü war auch nichts mehr zu wollen. Ich hatte noch versucht, zwischenzuspeichern, aber das hat alles nicht geklappt. Das war sehr, sehr ärgerlich. So, dann machen wir hier mal kurz den Platz ein bisschen frei. Wir brauchen den ja jetzt erstmal nicht, den Drescher. Deswegen würde ich versuchen, falls ich es denn hinkriege, den erstmal hier jetzt auf dem Gelände stehen zu lassen. Wobei wir können den theoretisch mit Follow Me hinterherfahren lassen, ne? Naja, wir lassen den erstmal beim Händler hier zwischengeparkt. Also, kurze Innenansicht. Vergleichbar mit dem New Holland, würde ich sagen. Also, ich habe hier jetzt nicht, hoppla, das wollte ich gar nicht. Ich habe hier jetzt nicht einfach irgendwie ein unnötiges Upgrade versucht vorzunehmen auf ein modernes Modell. Sondern ich wollte schon so ungefähr irgendwie in dieser Kategorie bleiben. Mir gefällt er sehr gut, muss ich sagen. Sehr coole Mod. Ja, aus dem Class Dominator Pack ist der, falls sich jemand dafür interessiert. Class Dominator Pack. Ja, so sieht er aus. So, hoppla. Jetzt kriege ich hier fast die Leiter auf den Kopf. Jetzt wollte ich noch mal schauen, was kostet eine Wiesenwalze und was haben wir da an Möglichkeiten? In den Angeboten aktuell nichts, was mich jetzt umhaut. Klar, ein Schneidwerk von Vicon finde ich natürlich gut, aber wir brauchen gerade kein Schneidwerk. Dementsprechend Wiesenwalze. Das ist etwas, was wir brauchen, um das Wachstum auf unseren Wiesen zu beschleunigen und uns eine Düngestufe zu sparen. Wobei mit Precision Farming bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ist dann wahrscheinlich nur das Wachstum. Wo war das denn? Worunter finde ich das noch? Grünlandpflege müsste es, glaube ich, sein. Hier haben wir eine Wiesenwalze mit 4 Metern. Hier haben wir eine mit 6,30 Meter. Was hast du? 12,30 Meter. 32.026, 16,5. Also 6,30 Meter wäre natürlich schon schön. Ja, das ist viel zu groß. Das ist die riesige Walze, die ich... Die habe ich, glaube ich, auf der Niedersachsen. Obwohl, nee, da habe ich die. Die 12,30 Meter. Die ist zu groß für diese Karte hier, würde ich behaupten. Gibt es hier noch mehr? Das ist auch eine Wiesenwalze. Das sieht gar nicht aus wie eine Wiesenwalze. 13.900, 9,60 Meter. Robert DBS Pack. Aha. 7,20 Meter. Was ist hier der Unterschied? Echo und Plus. Und Plus ist teurer. Da ist noch irgendwie vorne was mit dran hier. Sicher, dass das eine Wiesenwalze ist? Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache.
Wäre doof. 9,60 Meter. Günstiger als die Plus, 200 Euro teurer als die Echo. Kombinationen mit einem Gewicht. Okay. Tja. Habe ich noch nie ausprobiert, sowas. Vielleicht sollte ich sowas mal testen. Ich bin halt Walze gewöhnt. Da rollt so eine dicke Tonne über die Wiese. Die Modelle hier kenne ich gar nicht, aber der Preis ist überzeugend im Vergleich. Ich meine, guck mal, selbst 4 Meter Düwelsdorf, 16.500. Ach, Wiesenwalzen und Striegel werden für die Ertragssteigerung von Wiesen benutzt. Also Striegelform habe ich noch nie getestet. Dann ist das also Striegel, würde ich behaupten. Würde ich gern ausprobieren. Ich überlege, ob ich hier auf die Echo-Variante besser gehe. Ah, die hat weniger Arbeitsbreite. 9,60 Meter. Ach so, ich muss natürlich auch auf PS gucken. 140. Oh, sie braucht sogar mehr. 150. Komm dann, wir probieren mal hier die DBS 960 aus. 140 PS. Das müssten wir eigentlich gerade so hinkriegen. Der hat 160 genau. Und der hat 155. Eigentlich 5 zu wenig, aber interessant. Bob, Bob. Und die Walzen brauchen wahrscheinlich na, 80 PS, 100 PS. Ja, vielleicht ist das die bessere Variante dann, ne? Die ist auch schön kompakt. Kostet aber auch gleich doppelt so viel. Und hier hinten ist auch ein Striegel dran. Wisst ihr was? Wir gönnen uns hier so eine Dalbo. Jetzt können wir hier noch eine Sämaschine mit dran. Aha. Dann stopft man direkt die Löcher, nehme ich an. 3500 on top. Ich werde so oder so in Kredit gehen müssen. Nach und nach. Mache ich das? Mache ich, wird es eine Maxi-Roll 630? 6 Meter kommt mir eigentlich auch ganz komfortabel vor. Ich weiß gerade nicht, wie breit mein Schneidwerk ist. Ah, es ist wesentlich kleiner, ne? Wobei beim Schneidwerk sollte ich echt drüber nachdenken. Also, pass auf, wir kaufen die hier jetzt erstmal und ich nehme mal die Sägeeinheit dazu. So, habe ich noch nie gemacht, will ich mal ausprobieren. Jetzt gucken wir noch einmal, was kostet das Ding im Angebot hier? 10.497, hat 3,20 Meter und ich kann mir später das Heckmähwerk dazu kaufen. Und ich habe aktuell an Mähtechnik da 2,40 Meter. Heckmähwerk zur rechten Seite ausgehängt. Das heißt, wenn ich das Frontmähwerk dazu nehme, müsste ich, 25 PS braucht das hier, und das Frontmähwerk, das hier im Angebot ist, braucht 82 PS. Ich müsste also das hier mit dem vorhandenen laufen lassen können. Das mache ich. Das mache ich. Design. Ändert das was am Preis? Nee. Dann gehe ich auf Querneland. Das ist irgendwie mehr Italia für mich. Ich kenne von früher, ich bin mein erster Kumpel quasi aus Kindertagen, war der Sohn von einem Pizzeria-Betreiber. Da bin ich so ein bisschen mit aufgewachsen. Und da hing so eine Italienflagge, die war richtig ausgeblichen und die hatte ungefähr dieses Grün. Hier ist auch noch rot mit drin, hier ist ein bisschen weiß. Ich glaube, das passt gut zur Italia, zur Land of Italy. Das Ding kaufen wir auch.
Und dann werde ich den Kredit ein bisschen hochdrehen. So. Ich hoffe, das ist eine Frontzapfwelle. Da habe ich jetzt natürlich. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das war dumm. Das war nicht so schlau. Aber der Fiat Agri wird eine haben. Der wird eine haben. Keine Widerrede. So. Wollen wir mal gucken. Bin ich schon nah genug dran? Jawohl. Jawohl, siehst du. Das ist eine. Lässt sich anschließen. Perfekt. Jetzt haben wir ein Frontmähwerk. Wir haben ein Heckmähwerk, nur zur einen Seite, aber okay. Und wir haben die Wiesenwalze, um unsere Wiese jetzt wieder auf Vordermann zu bringen. Sehr gut. Habe ich Saatgut am Hof? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich tippe auf Nein. Vielleicht sollte ich da noch mal kurz schauen hier. Wäre das drin, bevor wir den Kredit hier. Ja, so ein Big Bag vielleicht, ne? War doch hier, oder? Eigentlich müsste das doch hier irgendwo kommen. Ah, ich war schon in den Paletten. Mein Fehler. Big Bag. Mineraldünger, Saatgut, 800 Euro. Siehste. 1000 Liter. Das reicht doch bestimmt. Einer. Erstmal einer hier. Gucken, dass wir da davon was in die Wiesenwalze kriegen. Steht der hier jetzt an der Seite? Oder? Ach, da steht er. Ich fürchte. Ah, ich will ihn jetzt nicht einfach mit dem. Ach, Moment. Ich bin auch doof. Guck mal, was uns hier bereitgestellt wurde beim Händler. Sehr gut. Da darf man doch hier den händlereigenen Stapler nutzen. Sehr schön, weil der steht natürlich jetzt völlig im Weg. Ich fahre mal von hier aus ran. So. Bip, 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 bip. Dass wir den so ein bisschen an die Seite packen. Weil ich glaube, der wird hier nicht komplett reingehen. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir voll. 250 Liter. Jo. Und der Kontostand sagt, aua. Vielleicht kann ich mir den Stapler hier einmal ausleihen und den dann damit den Saatgutsack zum Hof fahren. Mensch, da kommt auch der Schluck auf mal wieder. Das ist doch super. Lass den jetzt mal so stehen, wie man ihn nicht stehen lässt. Passt schon, ne? So, ab nach Hause mit dem ganzen Krams hier. Ach so, wir brauchen noch. Wir machen noch ein kleines Bildchen von der Combo, wenn wir zwischen den Feldern sind. So, da ist, glaube ich, frei. Huch! Wo kam der denn her? So, schön, schön. Also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass so ein Mähwerk im Angebot sein wird. Das war nicht eingeplant. Das ist auch echt nicht gut. Ich schlage schon wieder über die Stränge. Aber für 10.000 war es jetzt zu verlockend. Und wenn das ein bisschen schon abgerockt ist, ist es ja fein. Können wir ja reparieren, ne? Jeden Fall eine interessante Combo hier, mit der wir unterwegs sind. Das Mähwerk schön neu und dahinter der Massey Ferguson. Super. Nee, läuft. Ist cool. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht. Ah, nicht anecke. So. Hier kann man vielleicht auch mal ein Bildchen nehmen. Hier ist es ein bisschen hübscher.
neue Dalbo Wiesenpresse. Wiesenpresse, Wiesenwalze und unser neues Schneidwerk. Schick, schick. Da kann man nicht meckern. Das war ein Schnapper. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie teuer das Original ist. Aber ich meine, das müsste sich jetzt schon gelohnt haben. So, ich würde jetzt sagen, ich fahre die Walze fahren wir mal direkt hier drauf. Dann ist die schon mal hier am Start. So. Zack. Und das Schneidwerk fahren wir rüber zum Hof. Und dann holen wir uns die Presse. Weil wir müssen ja erstmal jetzt hier die Ballen fertig machen. Ich überlege auch, ob ich den Fiat Agri dafür nutze. Wo habe ich die Ballenpresse denn hingestellt? Gute Frage, ne? Ich glaube, da hinten. Ah, das kommt mal da hinten hin, das Schneidwerk. So. Ich werde beim Stroh einfach nochmal kleine Ballen machen. Das Stroh ist jetzt ja, denke ich mal, nicht so als Verkaufsschlager geeignet. Deswegen würde ich das, was wir aktuell so da liegen haben, noch in kleine Ballen pressen. Dann habe ich genug Vorrat für die Tiere, denke ich. So, dann sind wir da erstmal versorgt. Also musst du mit. Bitte sehr. Und ab dafür. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir hier unterwegs sind. Hoppla, hängen geblieben. aufklappen. Einmal zwischenspeichern. Wir gehen ja wieder auf die Feldflächen hier. Ich habe jetzt echt Respekt davor. Runterlassen und anschmeißen. So. Auf die Strohballen, fertig, los. Ja doch, die Fläche hier ist aber kleiner als die andere. Würde ich klar behaupten. Perfekt, das kommt auch wunderbar hin hier mit der Breite. Sehr schön, muss ich hier nicht irgendwie noch baden oder so. Und wir sind sogar relativ flott unterwegs, würde ich mal behaupten. Noch ein Bildchen mitnehmen. Ich hätte es gerne so, dass man auch den Ballen noch sieht. Die kleinen Ballen verschwinden ja doch sehr schnell. Machen wir einen von hier. Und einen von hier. Ja, ein bisschen mehr Fokus auf die Lally. Lally? Lely? Wie spricht man es wohl aus? Ha, sauber. Haben wir das auch mal in Angriff genommen hier? Sehr gut. Na, geht doch voran.
Ja, wenn wir damit durch sind, dann kommt auf uns zu. Oh, meine Nase kribbelt. Fast genießt. Dass wir die Feldflächen hier wieder aufbereiten. Dann muss ich entscheiden, was bringe ich hier aus? Ist es vielleicht sogar eine Überlegung zu sagen, hey, ich hau hier auf zumindest auf eine Fläche irgendwie Bäume oder so, dass wir Holz machen können. Wäre tatsächlich eine Überlegung, dann ist vielleicht auch das Problem dahin, dass die Flächen hier irgendwie verbuggt scheinen. Oder hau ich hier wieder Getreide drauf? Da bin ich mir noch nicht so ganz eins. Allerdings haben wir jetzt hier einen anderen Drescher. Vielleicht klappt es damit dann ganz wunderbar. Aber auf der hinteren Fläche, da war so meine Überlegung, könnte man so ein kleines Wäldchen anlegen. Upp, da habe ich nie aufgepasst. Das uns dann mit Holz versorgt und ja, mit einem guten Einkommen. Ja, und da müssen wir mal gucken, was weitere Flächen kosten, ob wir da mit Hilfe der Bank noch ein bisschen zulegen. Dann kommt außerdem Zeit ein bisschen vorspulen, damit die zweite Wiese durchwächst und wir dann da starten können mit dem Mähen, was jetzt ein bisschen schneller gehen sollte mit der neuen Arbeitsbreite, die wir haben. Und dann machen wir daraus Silageballen. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, dass ich hier Wiese drauf mache über den Rest des Jahres und dann im Frühjahr auf andere Fruchtart gehe. Oder anderes Getreide. Ich muss gleich mal gucken, was ich wann eigentlich anbauen muss. Weil hier gab es dann ja auch noch Luzerne habe ich irgendwie auch noch nie gemacht. Da müsste ich auch noch mal gucken, wofür ich das verwenden kann. Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Und Roggen wäre ja auch noch mit am Start als Möglichkeit. Vielleicht schaue ich mir mal die Verkaufspreise an. Mal gucken, was sich da irgendwie am ehesten anbietet. Jetzt kommt natürlich auch wieder Schluck auf. Sehr gut. Na, jetzt musst du da rausfallen, ne? Aber kein Problem, das sind ja die kleinen, die kann ich einfach an eine Seite packen. Na komm, dann nehme ich die Ecke aber auch noch mit, wenn ich hier schon rumrangiere. Also der Cosplay-Helfer ist einigermaßen gut klargekommen mit der Fläche nebenan. Der musste an einigen Stellen musste er korrigiert werden, weil er sich in den Bäumen festgefahren hat, aber das war eigentlich nicht der Rede wert. Das war vollkommen in Ordnung alles. Hat ganz gut hingehauen, muss ich sagen. So. Ich breche mir hier gerade so ein bisschen einen ab. Och, dieser Blick. Schön. Ah, jetzt liegt er wieder im Weg. Pack dich mal dahin. Yippie. Ach ja, und natürlich die
Die bereits gemähte Fläche, die muss dann natürlich gewalzt werden, ne? Und das sollte auch zügig passieren. Ja, und damit könnte man eigentlich ganz gut aufgestellt sein, glaube ich. Bisschen auf Silage gehen zu Beginn wieder. Vielleicht tatsächlich direkt mal Bäume setzen, dass man das mal mit in Angriff nimmt hier auf der Fläche, auf der Karte. Ich möchte ungerne irgendwie bestehende Flächen hier abholzen, weil es sieht einfach zu schön aus. Da würde ich, glaube ich, dann doch selber irgendwie Bäume setzen und dann darüber da rangehen. Und dann höchstwahrscheinlich aber mit dem kleinen Forstbesteck arbeiten. Sprich Motorsäge oder gucken, was es so für Möglichkeiten gibt als Anbaugerät oder so. Oder ein kleiner Harvester. Oh, eigentlich könnten wir den aus dem Zusatzpaket nehmen, oder? Diesen älteren Komatsu, der ist eigentlich sehr cool. Weil ich habe die Forstkarte nie richtig gespielt. Das wollte ich eigentlich auch noch mal gemacht haben. Dass ich mal so eine Forstrunde einlege. Ich hatte immer eine andere Karte dafür im Auge und nicht die Karte aus dem DLC. Ich hatte so eine Finnland-Karte, ist das, glaube ich, immer am Start, aber muss mir es noch mal angucken. Vielleicht machen wir das auch noch mal. So, also die Presse gefällt mir nach wie vor richtig gut, muss ich sagen. Die ist echt cool. Ich kann sie empfehlen. Sehr unkompliziert. Sehr, sehr schön. Ah. Gut, theoretisch hätte ich die Massey Ferguson nehmen müssen. Aber ich hatte die Presse, glaube ich. Hatte ich die vor dem Lepper hier? Weiß ich gar nicht mehr. Dann wären wir so in einer Produktlinie geblieben. Aber die ist jetzt auch schon so ein bisschen abgerockt hier. Ist schon cool. Also dafür, dass wir nur so ein bisschen Gras gepresst haben und auf einer Fläche Stroh, sieht die schon nicht mehr sonderlich gut aus. Wobei das, glaube ich, alles nur Dreck, ne? Müsste sich abwaschen lassen. Es sind noch gar nicht wirklich Lackschäden und Abnutzung. Aber auch sehr cool, wie die hier arbeitet. Mal von oben reingeguckt. Wie das da so rübergeschoben wird, das ist schon nice. Machen wir mal so. Haben wir das mitgenommen? Und so. Guck mal an, das geht ja relativ flott auf der Fläche hier. Das ist gut. Dann schaffen wir die heute auf jeden Fall und sammeln das gleich noch ein hier. Und dann machen wir die zweite Fläche beim nächsten Mal. Das werden wir heute wohl nicht mehr schaffen. Und starten dann auch ins Walzen. Dass wir das zügig angehen jetzt.
dass das Gras sich da schneller holt und wieder loslegt mit dem Wachstum. Und dann gucke ich auch mal, falls ich es nicht vergesse, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich mir die Mod besorge, die bei Schlupf so ein bisschen den Untergrund zerstört. Also wenn man durchdrehende Reifen irgendwie hat, dass es dann kleine Schäden gibt. Und dann macht das auch Sinn, dass wir da die Seevorrichtung drauf haben. Denke ich jedenfalls mal. Also an so ein paar Stellen hier auf der Fläche, die sind tricky. Also der Ballen lag ja genau in dem Part, wo Stroh liegen gelassen wurde. Da der Ballen da aber liegt, heißt das, dass ich da vernünftig rübergefahren bin. Also die Flächen hier sind ein bisschen garstig. So, letzte Bahn. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wie das dann mit dem anderen Drescher funktioniert. Also eine der Flächen hier bleibt dann auf jeden Fall Feldfläche. Auch wenn ich das mit den Bäumen machen sollte. Oh, siehste, da wir einen Stapler am Hof haben, am Händler, ich habe so eine kleine Überlegung für so schnelle Transporte, sowas wie Saatgutbags und so. Wir brauchen ja noch irgendwas, womit wir dann auch was transportieren können. Und da wollte ich mir was für angucken. So, Presse aus. Einmal alles rausschieben. Ja, nimm da den letzten Ballen ruhig nochmal raus, ne? So, danke. Dann kannst du... Ja, den kannst du hier zwischengeparkt lassen. Wir schnappen uns mal eben den Fiat Agri. Dass wir den heute auch nochmal gefahren sind. Und dann sacken wir mal eben kurz die Ballen ein. Ah, der ist aber auch cool, oder? Der ist schon richtig cool. So, passe ich durch? Ja, ich glaube schon. Autoload an. Und dann gucken wir mal, wie voll wir den jetzt kriegen hier.
Ja, ein bisschen was geht da, würde ich meinen. Oh, da geht ein Ballen fliegen. Seht ihr das? Eieieiei. Perfekter Moment für ein Bild. Großartig. Ah, der liegt gleich daneben. Ah, das ist aber doof. Wie kriegen wir die denn jetzt wieder da drauf? Autoload ist an. Zack. Okay. Zack. Ja, die beiden werden da, glaube ich, die werden fehlen. Also auch starken Bauern aus hier. Und dann kann man die halt trotzdem anheben bei der Größe. Das ist sehr, sehr praktisch. Ah, jetzt packt er die nämlich ein bisschen komisch. Die werde ich zwischendurch dann einmal abladen und neu aufladen müssen. Das machen wir mal eben, weil das könnte sonst Probleme geben später, weil ich will die ja bei den Tieren ablegen. Und dann muss das natürlich gut gestapelt sein. Wäre blöd, wenn da so ein Loch drin ist und dann fallen die alle um. Mal ein bisschen behutsamer fahren. Ich war vielleicht auch ein bisschen rabiat unterwegs, aber wobei eigentlich gar nicht. Eigentlich war alles gut. Aber da hilft dann bei den Autoload-Geschichten häufig einfach einmal absetzen und neu laden und dann passt das. Aber guck mal, jetzt kommt da auch mal richtig was zusammen. Sauber. Ich glaube, die Ladung werde ich wirklich erstmal bei den Tieren an die Seite stellen dann. Wir machen ja fast den Anhänger voll, das ist ja super. So, den einen einzelnen hier. Den holen wir mal eben, dass ich da nicht wieder drum rumfahren muss. Zack. So, eine Lage geht bestimmt noch, oder? Jawohl. Warum fängt er da hinten an? Na gut, soll mir egal sein. Bin gespannt, ob dann nur noch diese Lage möglich ist oder dann, ob da noch eine drauf geht. So. Jawohl. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, würde ich sagen. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Da erarbeiten wir uns gerade einen sehr schönen Vorrat. Perfekt. Das gefällt mir. So, jetzt möchte ich noch eine Sache gucken. Und zwar ist mit dem DLC noch ein Fahrzeug dazu gekommen. Und ich hatte irgendwie einen Sprinter auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Das hier. Nee, das waren die John Deeres. Das hier ist nicht der Sprinter, den ich meinte. So ein hier hatte ich auf dem Zettel. Für kleine Transporte. Kann man unterschiedlich konfigurieren. Und jetzt kam mit dem DLC aber unter Autos
Ich weiß nicht, ob der hier jetzt mit drin ist bei der Italia. Nee, der ist nicht aktiv. Okay. Na gut, schade. Ich dachte, der wäre auch dabei. Der ist nämlich wie so ein, ja, ähnlich wie hier der Renault Traffic. Eine Lizard-Version. Auch mit einer Ladefläche hinten, so Pickup-Style. Sieht ein bisschen aus wie ein alter VW-Bus als Pickup. Den fand ich ganz cool und da hatte ich überlegt, no, den könnte man ja vielleicht nehmen. Zum Beispiel, um mal eben Saatgut hin und her zu fahren. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es mit der Milch ist. Die müssten wir eigentlich in unser Fass bekommen. Ja, dann warte ich noch mit irgendwas mit Pritsche. Also ich hab, weiß, dass ich irgendwo habe ich noch eine Sprinter-Mod aktiv. Aber wo finde ich den? Ist der vielleicht auch nicht unter Diverses? Auch nicht, nee. Keine Ahnung, wo ich den finden würde. Schade. Naja. Vielleicht läuft er mir dann doch irgendwann nochmal über den Weg. Weil die hier sind es nicht, die beiden. Ich meine noch einen anderen. Ich habe irgendwie auch einen Mercedes-Sprinter als Mod. Dachte ich jedenfalls. Naja. Der hier würde allerdings ganz gut passen, oder? Zur Italia. Okay. Ja, um mal so Sachen hin und her zu fahren. Vielleicht testen wir den irgendwann mal aus. Aktuell können wir uns das alles eh nicht leisten. Gut. Dann für heute soll es das gewesen sein. Dann geht es beim nächsten Mal weiter mit der zweiten Fläche. Falls ich die nicht offscreen schon einmal eben hier presse und fertig mache. Und dann testen wir die Wiesenwalze aus. Danach geht es hier auf die Feldflächen. Die wieder aufbereiten. Gut, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Also was ihr dazu sagt, dass ich das Mähwerk jetzt mitgenommen habe. Es war einfach zu verlockend. Das musste sein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.